Den 27. Juli 1985 sind hier in Treptow-Weißensee und wir müssen vorsichtig sein. Wir haben ein Kabel gefunden bei uns in der Wohnung, deswegen werden wir das jetzt in den Keller aufnehmen. Wir wissen noch nicht, wie viel sie wissen, ob wir schon beschattet werden. Es ist eine gefährliche Zeit, es rumort in der DDR, es rumort. Verheilt, ne? Naja. Hansaplast, ne? Nee, 2000 Jahre Heilung. Mhm. Sie sah gut aus, 16 Jahre. Zahnspange und blondes Haar. Der schlug sie das ganze Jahr. Doch nicht zu Weihnachten, nicht zu Weihnachten, nicht zu Weihnachten, da gingen sie in die Kirche. Oh, sie war so schön, ja, sie war so schön. Aspirin. Und der Vater, der trat sie. Und der Vater, der trat sie das ganze Jahr. Auch der Bruder, der trat sie. Wenn sie am Boden lag, dann trat sie noch stärker zu. Doch nicht zu Weihnachten. Nicht zu Weihnachten. Nicht zu Weihnachten. Da gingen sie in die Kirche. Schwester, meine Tabletten. Er braucht sie. Holt ihn seine Tabletten. Tabletten. Er braucht sie. Holt ihn seine Tabletten. Tabletten. Schwester. Nee, das hatte mir doch hier deine ehemalige Nachbarin, wie hieß sie nochmal?
Und man hat so keinen guten Kontakt zu ihr, ich weiß. Er hat nur Schlimmes von ihr erzählt, nur ja, Schlimmes. So, also, ja, das meinte er mich auch, die Geräusche, der Geruch und so. Ja, ja, nee, ja, ja. Mann, ist so meine Sache, wie oft ich lüfte. Genau, ja, sag ich auch immer, ja. Ja. Nee, aber das Haus, das ist eine lustige Sache, ja. Also, Unwetter. Oh, Hagelschlag. Also richtig so hier faustgroße Hagelschlag. Ja. Ich sag's ja auch immer wieder, ne? Ja, Hagelschlag, ne? Und sonst so? Blitzschlag. Und Blitzschlag, ja. Und dann Strom durch, oder? Ja. Grundeigentümer. Achso, da läuft jemand lang. Ah. Ja.